Wir sind in der Kostenvergleichsrechnung, haben jetzt zwei Autos mit unterschiedlichen Anschaffungspreisen, unterschiedliche Konstellationen beim Restverkaufserlös, den wir gleichsetzen können mit dem Restbuchwert. Und dieses Wort will uns nichts anderes sagen, als dass ich am Ende der Nutzungsdauer noch Betrag X bekomme. Restverkaufserlös, das heißt, ich verkaufe das, was von dem Auto noch übrig ist nach 5 Jahren Nutzung. Ja, also ein abgenutztes Auto und erziele dafür noch was. Das ist der Restverkaufserlös. Und das Abschreibungsverfahren ist das Lineare. Ja, das Degressive, das ja eh verboten ist, wie Sie wissen, hätte in der Kostenvergleichsrechnung, also in einer Art Kostenrechnung, die wir hier betreiben, nichts verloren, denn wir sind im Bereich der innerbetrieblichen Steuerung und Entscheidung. Und das degressive Abschreibungsverfahren ist ein bilanzmanipulatorisches Mittel zur Legung stiller Rücklagen. Hat also hier nichts verloren, das heißt, das Verfahren ist das lineare Verfahren. Bitte berechnen Sie für beide Autos den linearen Abschreibungsbetrag. Ein Jahr reicht, weil wir haben statische Verfahren, wir nehmen nur die Werte der ersten Periode. Bitte berechnen den Abschreibungsbetrag für beide Autos. Bitte mal ausrechnen.